Ihnen einen guten Tag und heiße Sie hier nach wie vor herzlich willkommen. Die aktuelle Geruchsbelästigung bitte ich nicht dem Präsidium anzulasten. Ich möchte hier an dieser Stelle gleich als erstes etwas klarstellen. Extremistische Organisationen radikalisieren sich im Zerfall. Ich verstehe Sie gar nicht. Das müssen Sie mal ein bisschen deutlicher sprechen. Oder melden Sie sich ganz ordnungsgemäß zu einer Zwischenfrage. Lohnt sich doch nicht. Es gibt doch keine Antworten. Aber diese Blökerei wie bei Ziegen, das kann ich nie ertragen. Demokratie durch üble Nachrede, Politik durch üble Nachrede darf die Demokratie nicht akzeptieren. Wir lassen das nicht durch. Sind Sie denn noch bei Trost? Herr Kollege, Sie können jetzt noch mal wieder kurz Pause einlegen. Ist Ihnen nicht gut? Sie sagen ja immer, die PISA-Siegerländer sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Und Sie sollten uns hier auch überhaupt nicht unterstellen. Herr Kollege, Sie können jetzt eine kleine Pause einlegen, bis sich die Aufregung gelegt hat. Korea. Herr Minister. Korea, PISA-Sieger, jetzt bei dieser Studie. Sie als selbsternannte Wettbewerbsspezialitäten, warum Spezialisten? Ein nicht unerheblicher Teil des Unterrichts besteht daraus, die Reden von Kim dem Zweiten, Sung Jong-il oder wie der heißt, auswendig zu lesen. Herr Minister, darf ich Sie eben mal unterbrechen, Herr Minister? Ich keine Zwischenfragen. Und was deutlich feststellbar war diese Woche, wir haben das bessere Team. Da kann ich Sie gleich unterbrechen, weil ich Herrn Rolfes für kleinkarierter Schwachsinn einen Ordnungsruf erteilen möchte. Ich hoffe, Sie sind jetzt etwas ruhiger. Herr Lies, Sie haben weiterhin das Wort. Diese Landesregierung, dieses Kabinett hat in der Frage der Arbeitsmarktpolitik die Wirkung eines Gruselkabinetts. Gucken Sie sich doch mal die Minister an. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist wirklich nicht in Ordnung von Ihnen. Auch andere Minister haben rumgeferkelt. Wenn Sie wirklich wollen, dann ist das mit uns Gott sei Dank nicht zu machen. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Erklären Sie mir, was Sie mir damit sagen wollen, dass Eritrea einen Weltfrauentag hat. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, fragen Sie meinen Mann. Was haben Sie eigentlich für ein Frauenbild? Das ist doch ungeheuerlich. Ja. Ich erteile Ihnen jetzt den zweiten Ordnungsruf. Es ist nicht in Ordnung, sich darüber hier im Hause auch noch lustig zu machen und sich zu freuen. Wir können in der Summe getrost oder vielmehr verärgert festhalten, nichts Neues unter der niedersächsischen Sonne. Das heißt, dieses Haus ist grundmarode und muss grundsaniert bzw. erneuert werden. Wenn Sie sich das im NDR angeschaut haben, dann wissen Sie auch, inwieweit solche Ausschnitte, Teilausschnitte, dort aus dem Zusammenhang genommen werden. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, können wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Ganz herzlichen Dank.